Noch immer sind die Folgen von Covid-19 zu spüren. Jetzt belasten Inflation und die Energiekrise das Gesundheitswesen zusätzlich. Wenn die Ressourcen knapper werden, sind Patientinnen und Patienten, die an einer seltenen Erkrankung leiden, besonders gefährdet. Ihr Versorgungsbedarf ist besonders hoch und weil ihre Erkrankungen so unterschiedlich und eben so selten sind, bleibt auch der Forschungsbedarf immens. Dabei sind es gar nicht so wenige Menschen, die in Österreich an einer seltenen Erkrankung leiden. In Österreich entspricht das zahlenmäßig etwa der Bevölkerung von Vorarlberg. Wie kann die Behandlung und die Versorgung dieser Patientinnen und Patienten weiterhin sichergestellt werden? Wo sind die Herausforderungen in Zeiten knapper Ressourcen und wie kann sichergestellt werden, dass diese besonders vulnerable Gruppe auch die Medikamente erhält, auf die sie dringend angewiesen sind? Darüber diskutierten Expertinnen und Experten aus Forschung und Medizin, Gesundheitsökonomie und PatientInnenverbänden am 12. Rare Diseases Dialog. Also gerade jetzt in dieser Krisensituation ist es natürlich für die Betroffenen auch sehr schwierig. Sie haben die gleichen Ängste gehabt oder noch mehr als andere Menschen. Es gab Verzögerungen bei OPs, Behandlungen und auch bei der Versorgung. Und das wirkt sich natürlich auf die Gesundheit der Menschen aus, die Verschlechterungen im Gesundheitszustand, aber auch aufs Gesundheitssystem. Also das Leid, das die Menschen haben und die Angehörigen und die Belastungen psychisch, aber eben auch durch die Beeinträchtigungen, aber auch für das System werden wieder mehr Belastungen dadurch produziert. Das Gebiet der seltenen Erkrankungen ist ein sehr breites Forschungsgebiet, weil jeder Patient, jede Patientin offeriert sich mit ihrer eigenen Krankheit. Und wir haben Patienten und Patientinnen, wo wir keine Diagnose stellen können. Das heißt, wir müssen erforschen, was ist die Diagnose? Welches Gen ist defekt? Und der Leidensweg dieser Familien und dieser Patientinnen beginnt, dass sie Doktorhopping machen müssen, bis sie eine Diagnose bekommen. Und das kann mitunter Jahre dauern. Und diese Diagnosestellung ist schon ein Forschungsgebiet per se. Dann haben wir Patienten, wo wir eine Diagnose haben, aber keine Mittel haben, um diese Diagnose in eine sinnvolle Therapie umzusetzen. Und dann haben wir eine dritte Gruppe von Patientinnen, wo wir Diagnose und Therapie haben. Das ist das, was im Gesundheitswesen in der Routine abgebildet wird. Nur jetzt haben wir kein Wachstum. Also wir haben auch in Österreich kein Wachstum und im besten Fall keine Rezession. Und wie das dann gehen soll, weiß ich nicht, wenn es nicht zu einem wahnsinnigen Verteilungskampf kommt zwischen den einzelnen Bereichen. Und wenn Sie jetzt rechnen, was die voraussichtlichen Lohnabschlüsse der nächsten 2 Jahre bedingt durch die hohe Inflation ist, na, dann ist alles, was an Geld da zur Verfügung oder reinfließt ins System, da gehen locker 2/3 in den Personalaufwand, damit man die Struktur hält. Also das ist ein sehr konservativer Ansatz, das ist sehr konservativ und dann sind wir sehr froh, wenn wir es halten mögen. Punkt ist, das Geld, das da ist, das zweifelsohne auch nach dem Finanzausgleich noch da ist, wird, glaube ich, nicht so stark in Innovation gehen, sondern in Strukturkonservierung. Die Universitäten sind ja schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr in der Lage, die Spitzenforschung selber zu finanzieren. Das ist ein Faktum. Die Universität stellt die Lehrer bereit, die Infrastruktur bereit, die Hörsäle, die da Laborflächen und Laborinfrastruktur und Geräte. Das Personal, das wir in der Forschung verwenden, ist ein kleiner Teil Universitätspersonal. Das meiste Personal, das wir beschäftigt haben, der Großteil des Personals, und ich habe im Biozentrum in Innsbruck 22 Nationen abgebildet von internationalen Forschern. Ich habe in meiner eigenen Arbeitsgruppe 9 bis 10, die zahlen wir über Drittmittel. Und wo kommen diese Drittmittel her? Die kommen vom FWF, vom Fonds für die wissenschaftliche Forschung. Und der ist unterdotiert. Und je unterdotierter der ist, desto kompetitiver ist die Vergabe der Mittel und desto schwieriger ist es, ein konstruktives, auf lange Zeit ausgelegtes Forschungskonzept auf die Beine zu stellen, was für ein Thema wie seltene Erkrankungen ganz, ganz wichtig ist. Ich bin entsetzt, das habe ich auch letztens beim Briefing schon mitbekommen, was Sie erzählen, auch Sie, Herr Professor, dass es hier diesen Irrlauf gibt, diesen wahnsinnigen von den Patientinnen oder den Eltern von betroffenen Kindern.
weil das einfach zeigt, dass wir ein System haben, ja, wo eigentlich Patientinnen und Patienten alleingelassen sind und sich sozusagen selber zurechtfinden müssen. Nun haben wir ja die Situation, dass wir, okay, also wir quasi als eingeborene, autochtone Österreicherinnen, gelernte Österreicherinnen haben es schon schwierig. Aber wir haben eine wachsende Anzahl von Menschen, die eben ein anderes Herkunftsland als Hintergrund haben. Ja. Also man muss sich ja mal ausmalen, welche Schwierigkeiten die haben. Wir alle wünschen uns, das haben wir ja auch schon im Vorfeld besprochen, eine bundesweite Lösung, einen Topf für diese sogenannten teuren Medikamente. Ja, auch wenn man hört, dass ja im Grunde die Personalkosten sogar den Großteil ausmachen, die Medikamente, es gibt eh nur 6% Therapien. Und für diese Medikamente, dass es einen Topf gibt, wo nicht das einzelne Bundesland einen Nachteil hat oder der einzelne Krankenhausträger. Wichtig ist, dass der Patient bekommt, wenn es ein Medikament gibt. Und das würden wir uns natürlich wünschen, dass hier auch also trotz der Krise eine organisatorische Innovation gibt. Ja. Aber angesichts der österreichischen Realität, der Realverfassung, ist es wohl so, dass wir eine derartige Krücke brauchen. Auch wenn es eine Schande ist, dass wir in Österreich, in einem der reichsten Länder der Europäischen Union, überhaupt solche Diskussionen führen müssen. Besonders, was diese vulnerablen Bevölkerungsgruppen betrifft. Aber es ist nun mal ein Fakt. Jetzt muss man schauen, wenn wir das konstatieren und dass der Befund so ist, wie kann man das lösen? Also, wenn Bund und Länder mit der Sozialversicherung Gedanken wälzen über eine eigene Finanzierungsfazilität, die genau der Finanzierung derartiger Therapien dienen soll, dann ist das natürlich grundsätzlich vernünftig. Was aber nicht sein darf, ist, dass das dann eine Art der neuronischen Entscheidung ist, dass derjenige, der auf dem Topf drauf sitzt, dann gleichermaßen also so Thumbs up oder Thumbs down, was die einzelne Therapie oder den einzelnen Patienten betrifft, das kann es nicht sein. Das ist einem System wie Österreich unwürdig. Was es auch nicht sein kann, ist, dass eine Periodizität gegeben ist, was die Befüllung dieses Topfes betrifft, die von der jeweiligen Finanzausgleichsperiode abhängt. Und wann ich dann halt am End bin, ja, dann bin ich halt der genau dasselbe Pech hat, der in Wien im November einen MR-Termin haben will. Und dann hast du, da ist halt nichts mehr drin. Wart, bis die Bundesländer mit dem Bund sich auf eine neue Widmung, auf eine neue Topflösung einigen. Das kann es auch nicht sein. Und das Dritte ist, jeder Topf ist so gut wie die Befüllung, die drinnen ist. Soll heißen, es bedarf natürlich einer adäquaten Befüllung mit einer Nachschussverpflichtung. Ist auch eine wichtige Bitte an die Medien, dass man eben auch da bei der Kommunikation darauf achtet, dass man nicht die Menschen immer nur an den Pranger, das teure Medikament, die wollen ja auch einen Beitrag leisten und in der Gesellschaft auch einen Zugang dann haben zu Bildung. Und also umso wichtiger ist, umso früher das Medikament eben zu gewähren. Ja. Und das wäre sozusagen die Idee, so Think Big, Start Small, mit diesem Ambulanztopf, der eben sicherstellt, dass diese Finanzierungsstruktur, die dahinter ist, aufrecht ist, aber dass die wirklich jetzt einmal beginnen, ernsthaft zusammen zu planen und dass die Patientinnen und Patienten nicht so herumirren müssen. Im Falle knapper Ressourcen ist unabhängig von dem jeweiligen Standpunkt jedenfalls eins ethisch geboten, diese Ressourcen nicht zu verschwenden. Das Don't Spoil ist sozusagen ein Grundsatz. Und das ist zum Beispiel etwas, was gerade im Falle von Patienten ein sehr hohes Maß an Evidence-Based Medicine verlangt. Und dort kommen wir genau in das Dilemma bei den Rare Diseases. Ich habe gerade das nicht. Wenn man jetzt von diesem Fachlichen, wenn man das mit einbezieht, alle Informationen, ist eine Frage, die ständig ungelöst bleibt. Ist es ethisch okay, einem solchen Patienten eine Therapie zu verweigern? Ist es ethisch richtig, einem solchen Patienten eine Therapie zu geben, wenn sie einem anderen Patienten gleichzeitig abgeben würde? Und das sind Fragen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Auf diese Fragen gibt es keine Ja- und Nein-Antworten. Aber eins muss klar sein, wir werden mehr auf Evidenz setzen müssen. Wir müssen transparenter sein, wir müssen uns HTA
Boards stellen bei solchen Sachen, weil nur so wird man das Commitment finden, diese teuren Medikamente überhaupt zu finanzieren. Das ist ein ganz, das ist kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, das ist, das wird immer falsch verstanden. HTA ist was ganz Furchtbares, das verweigert dem Patienten das Medikament. Ganz im Gegenteil, HTA ist der Schlüssel. HTA ist der Schlüssel, dass es ein breites gesellschaftliches Commitment gibt, dass man sagt, naja, diese knappe Ressource wird nicht verschossen. Also es gibt viele positive Entwicklungen und gute Versorgung und ich bitte einfach auch immer die Patienten mitzudenken und die Patientenvertreter und Organisationen einzuladen oder die Möglichkeit zu geben, mitzureden, ja, auch schon bei der Gestaltung. Da sind wir, das ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Dann kann man manches vielleicht auch entschärfen vom Aufwand, Mittel zielgerichtet einsetzen und auch am Ende für die Forschung auch mehr Gelder haben. Ja. Also das wäre, glaube ich, für alle eine Win-Win-Situation.